Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer, hier bei Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, nun auch von Regio TV Schwaben. Damit Sie einmal sehen, von wo bis wo wir nun mit dieser Sendung präsent sind, haben wir eine Karte für Sie vorbereitet. Sie sehen, es beginnt im Norden bei Ellwangen, kommt dann über Aalen, Heidenheim, Ulm, über Biberach bis nach Lindau an den Bodensee und dann über Konstanz, Tuttlingen in den Bereich Schwarzwald-Bar-Heuberg bis nach Schramberg. Also wirklich kein kleines Gebiet mehr. Unsere Sendung dreht sich heute um das Thema Energie. Ein Thema, wie setzen sich die Strompreise eigentlich wirklich zusammen? Alle weiteren Themen jetzt im Überblick. Durchblick beim Verbrauch. Wir sagen Ihnen, wie die Höhe Ihrer Stromrechnung zustande kommt und wie Sie die Energiekosten senken können. Und unabhängig vom Stromanbieter, welche Vor- und Nachteile hat ein energieautarkes Haus? Haben auch Sie in den letzten Tagen Post von Ihrem Energieversorger bekommen? Die aktuelle Stromrechnung. Doch wie setzt sich der Strompreis eigentlich wirklich zusammen? Was kassiert der Staat? Wie viel Geld bleibt dem regionalen Energieversorger? Und wer verdient eigentlich noch dabei? Wir haben für Sie hinter die Kulissen geschaut. Eigentlich ist es ganz einfach. Stecker rein, Strom da. Wann wir wollen und so viel wir brauchen. Doch so einfach ist es eben nicht. Alle Geräte, die wir täglich benutzen, verbrauchen Strom. Und das kostet. Kommt dann die Stromrechnung, ist der Schreck oft groß. Eine Abzocke der Energieversorger, denken viele. Dabei setzt sich der Strompreis aus verschiedenen Komponenten zusammen. Man muss beim Strompreis einfach mal dazu sagen, das Besondere daran ist, dass er zu gut drei Vierteln wirklich fixiert vorbestimmt ist. Also eben durch staatliche Regelungen, die ganzen Steuern, Abgaben, Umlagen sind eben 75% schon mal von vornherein fest. Und das restliche Viertel, das ist eigentlich der Teil, in dem der Wettbewerb stattfindet, in dem es die Unterschiede eigentlich nur geben kann. Also das heißt für die verschiedenen Anbieter, für die Stadtwerke, für die Versorger sehr, sehr wenig Spielraum. Während der Strom teurer wird, wird der Anteil des Strompreises, welchen die Energieanbieter noch beeinflussen können, geringer. Das liegt an der stetig steigenden Anzahl und Höhe der Umlagen. Vorteile für die Kunden aus der Beschaffung sind daher finanziell kaum spürbar. Um die eigenen Stromkosten zu senken, können Verbraucher aber selbst etwas tun. Das geht zum Beispiel über die Auswahl der Geräte, die im Haushalt eben den Strom verbrauchen. Da gibt es riesengroße Unterschiede, noch wahnsinnig viele Altgeräte, die in den Haushalten unnötig Strom verbrauchen. Auf der anderen Seite auch die Nutzung der Geräte, wenn permanent auch die neuesten Geräte, ja, wenn einfach alles parallel läuft, viel verbraucht wird, unnötig muss man auch nicht tun. Also über das eigene Verhalten lässt sich der Stromverbrauch ganz massiv verändern. Auch die verschiedenen Energieanbieter zu vergleichen ist eine Möglichkeit. Wer im Internet schaut, findet dort mittlerweile zahlreiche Billiganbieter. Dabei sollten aber die Vorteile der heimischen Stadtwerke bedacht werden. Das Geld bleibt in der Region und vor allem, man hat einen direkten Ansprechpartner, man hat den Service, die Qualität vor Ort, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, was natürlich entscheidend ist. Also ein sehr, sehr gutes Package und ich denke, das ist eine ganz klare Empfehlung. Die Entscheidung liegt letztlich beim Verbraucher. Fakt ist, wer beim nächsten Mal eine niedrigere Stromrechnung in den Händen halten will, sollte das am besten mit eigenen Einsparmaßnahmen selbst in die Hand nehmen. Nun sind wir in Sachen Strompreis alle ein bisschen schlauer. Auch von unserer Seite jetzt einen kleinen Einblick hinter die Kulissen. Normalerweise verbraucht ein Zwei-Personen-Haushalt in Deutschland pro Jahr ungefähr 2.500 Kilowattstunden Strom. Wir benötigen für die Aufzeichnung dieser Sendung aufgrund der Lampen, der Kameras, der Regie und so weiter 20 Kilowattstunden Strom. Das ist so viel, wie Sie normalerweise in einer Woche an Strom verbrauchen. Normalerweise auch an dieser Stelle die aktuellen Nachrichten im Überblick. Aber diese Woche aufgrund des Schneefalls haben wir uns mit dem Thema Schnee beschäftigt und zwar Schneeräumen. Welches sind die wichtigsten Fakten, die Sie beachten müssen? Wer im Winter schon mal Schnee geschippt hat, weiß, wie unendlich einem diese Arbeit vorkommt. Aber wenn es darum geht, Schnee und Eis vor der eigenen Haustür zu räumen, gibt es feste Regeln. Der Gehweg direkt vor dem Grundstück muss werktags täglich zwischen 7 und 20 Uhr und sonntags zwischen 8 und 20 Uhr geräumt werden. In besonderen Fällen gibt es Ausnahmen.
Es gilt auch hier der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Das heißt, wenn es den ganzen Tag schneit, dann muss ich natürlich warten, bis es wieder aufhört zu schneien, weil ansonsten möchte ich ja ständig schippen. Und das kann natürlich nicht gewollt sein, sondern ich kann warten, wenn es aufhört, dann muss ich wieder räumen. Der Gehweg muss so geräumt sein, dass zwei Personen aneinander vorbeigehen können. Doch was passiert, wenn trotzdem jemand vor meinem Grundstück stürzt? Wenn natürlich jemand ausrutscht, wenn sie geschippt haben und gestreut haben, dann ist es halt so passiert und haben sie ja keine Pflicht verletzt. Wenn sie natürlich das nicht gemacht haben, dann haften sie auch für die körperlichen Schäden. Experten empfehlen daher unbedingt, die Wege zu räumen. Diese Pflicht hebt sich übrigens auch nicht auf, wenn die Grundstückseigentümer verreist sind. Sie sind von der Pflicht nicht befreit. Sie müssen dann schauen, dass Sie dann entsprechende Nachbarn oder einen Räumdienst beauftragen, der dann dieser Pflicht nachkommt. Weil Sie haften ja auch dafür, wenn jemand dann praktisch hinfällt und sich dann was bricht, dann sind Sie auch zum Schadenersatz verpflichtet, wenn Sie nicht geräumt haben. Egal, ob Sie da sind oder nicht. Autos dürfen, wenn sie stehen, eingeschneit sein, der Gehweg nicht. Also auch wenn es keinen großen Spaß macht, Schnee zu schippen, für Sicherheit und Geldbeutel lohnt es sich in jedem Fall. Beim Schneeschippen verbrauchen Sie wenigstens nur die eigene Energie. Doch wissen Sie eigentlich, wie viel Strom brauchen Sie, um sich eine Tasse Kaffee zu machen? Wie viel verbraucht Ihre Waschmaschine oder das Fernsehgerät? Und wie autark vom Energieversorger kann ich heute wirklich leben? Dieses Thema nach der Werbung. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zurück bei Bauen und Wohnen. Die Preise für Energie wie Strom, Gas oder Heizöl werden wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren ansteigen. Das derzeitige Tief beim Heizöl ist wohl eher eine Ausnahme. Wohnkonzepte, wo man möglichst wenig Energie verbraucht oder zum Großteil sogar autark vom Energieversorger leben kann, sind eindeutig auf dem Vormarsch. Eine kaputte Gasheizung war der Grund für Markus Weiler umzudenken. Seine Überlegung, welche Energie will er zukünftig verwenden, um vor allem Kosten zu sparen. Was am Ende herauskam, aus der kaputten Gasheizung wurde ein fast energieautarkes Haus. Als erstes wird die Heizung, die alte Gasheizung, durch eine Wärmepumpe ersetzt und durch einen Pufferspeicher. Als zweite Komponente haben wir hier einen Energiemanager mit einer Batterie drunter. Und ganz rechts hinten im Eck ist der Wechselrichter der Photovoltaikanlage. Diese drei Komponenten werden hier von diesem Energiemanager kontrolliert und gesteuert. Und er sorgt dafür, dass der Photovoltaikstrom entweder in die Batterie kommt, ins Haus kommt oder sogar die Heizung betreibt. So soll möglichst viel Autarkie erreicht werden. Heißt, mehr selbstproduzierten Strom verbrauchen und ihn nicht mehr einzuspeisen. Alltägliche Dinge wie Kaffee kochen werden von Markus Weiler seitdem ganz anders vorgenommen. Durch verschiedene Überwachungseinheiten kann er jetzt immer genau nachvollziehen, was das Haus gerade an Energie verbraucht. Und können auch da entsprechend reagieren. Waschmaschine und Geschirrspüler nicht gleichzeitig laufen zu lassen, sondern nacheinander zu laufen zu lassen, um so viel wie möglich Energie aus der Sonne zu nutzen. Wie hoch der Verbrauch ist und wie viel Energie selbst erzeugt wird, hängt immer von verschiedenen Faktoren ab. Vor allem das Wetter spielt eine große Rolle. Im Sommer war Markus Weiler dank PV-Anlage und Energiemanager teilweise zu 100% autark. In den Wintermonaten ist er stärker auf den Netzbetreiber angewiesen. Geschätzt hat sich die Anlage von Markus Weiler in 8 bis 11 Jahren amortisiert. Dann wirft die Investition Gewinn ab. Ein nahezu energieautarkes Haus, also kein Traum, sondern heute schon Realität. Zu dem Thema haben wir Herrn Holger Ermoneit von der Firma Envo in Oving zu Gast. Herzlich willkommen. Guten Tag. Herr Ermoneit, wie autark kann ich mich heute wirklich schon machen? Ja, unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten so zwischen 60% und 80%. Aber es ist durchaus auch möglich, zu 100% autark zu werden. Nur ich darf es wirtschaftlich nicht mehr betrachten. Es gibt ja verschiedene Systeme und Ihr Konzept ist ja einzigartig. Unser Konzept ist einzigartig, beruht komplett auf elektrischem Strom als Energieträger.
Das sind dann zwei Energieerzeuger, Wind und Sonne, also Photovoltaikanlage und Kleinwindkraftanlage. Beide speichern in einem Batteriespeichersystem ein. Dann haben wir zwei Heizsysteme, Infrarotheizung und Wärmepumpe. Und natürlich müssen wir auch Energie sparen. Das machen wir mit LED-Beleuchtung und intelligenter Haussteuerung. Sie hatten im Vorgespräch zur intelligenten Haussteuerung ein sehr interessantes Thema angesprochen. Und zwar, damit kann ich wahnsinnig viel Energie sparen und es ist wirklich nichts für Technikfreaks. Nein, es ist nicht nur eine Spielerei, sondern man kann wirklich Energie sparen. Studien besagen, dass man in einem Familienhaushalt bis zu 18% Energie tatsächlich sparen kann, dadurch, dass man eben Heizung, Fenster und Rollläden intelligent steuert. Aber auch, denken Sie an die ganzen Standby-Geräte. Viele Geräte laufen über Nacht im Standby-Betrieb und brauchen nach wie vor Energie und das ist eine erhebliche Menge. Da spricht man von 4 Milliarden Euro, die jährlich in Deutschland einfach verschleudert werden für nichts, null Effekt. Und das ist so viel, wie die ganze Stadt Berlin zum Beispiel an Energie braucht. Also Berlin kann ja jede Unterstützung gebrauchen, wenn man die finanziellen Mittel auf jeden Fall sieht. Nun haben die Zuschauer ja nicht jeder plant ein Haus neu, sondern ich habe auch Bestand. Wo liegt jetzt der Unterschied, wenn ich ein System wie Ihres einbauen will? Ja, ich habe den großen Vorteil im Neubaubereich, dass ich einen guten Dämmstandard habe und gar nicht so viel Energie mehr einbringen muss ins Haus, so viel Wärmeenergie. Das kann ich dann gut mit Infrarotheizung abdecken. Im Bestand muss ich eher mit der Wärmepumpe fahren, weil ich doch etwas mehr Energiebedarf habe. Aber die Amortisation ist trotzdem relativ gering. Die Amortisation hält sich in Grenzen. Man redet so zwischen 8 und 11 Jahren. Was sehr schnell ist. Der Stand der Technik ist heute bei Speicherung. Ich habe Lithium, ich habe Bleibatterien. Wohin geht die Reise und was würden Sie sich auch wünschen? Die Tendenz geht schon eher Richtung Lithiumbatterien langfristig. Wir setzen aber auch noch sehr viel Bleibatterien ein, weil es hier ein Konzept gibt, mit dem man auch noch ein virtuelles Kraftwerk aufbauen kann. Man kann dann im Winter kostenfrei Windenergie noch in dieses Batteriespeichersystem einspeichern und das macht es dann sehr interessant. Und insgesamt würde ich mir natürlich noch wünschen, man hätte ein Notstromaggregat, aber eines, was man nicht im Winter mit Benzin füllen muss, sondern wie eine Brennstoffzelle aufgebaut ist. Das fehlt uns noch als Baustein. Was nicht nur mich, sondern auch die Zuschauer interessiert, wo liege ich finanziell, wenn ich mich autark machen will? Jedes gewonnene Prozentsatz an Autarkie ist ein gewonnener, das ist sicher, aber wo liege ich preislich? Also es beginnt ungefähr bei 20.000 Euro, 20.000 bis 30.000 Euro für Photovoltaikanlage plus Batteriespeichersystem. Und wenn ich jetzt noch eine Wärmepumpe brauche, muss ich noch mal ungefähr 20.000 Euro in die Hand nehmen. Herr Ermoneit, vielen, vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch und die ganzen wichtigen Informationen. Gerne. Liebe Zuschauer, das war es für diese Woche wieder mit der Sendung Bauen und Wohnen. Kommende Woche dann unsere Themen, unter anderem, welche Versicherung brauche ich wirklich für zu Hause? Und wir greifen ein Thema des heutigen Gesprächs auf, Infrarotheizung. Bis dahin, Ihnen eine gute Zeit, bleiben Sie gesund. Tschüss.